So, wie ihr seht, sind wir nach 20 Stunden und 16 Minuten im Moment bei 25%. Der Drucker läuft, wie ihr hören könnt. Es sieht nicht wirklich anders aus als auf dem Bild von letzter Nacht bei Instagram. Hat dennoch schon einiges geleistet. Ich zeige euch jetzt mal am Rechner gleich noch im Slicer-Programm, wie das hier weitergeht. Und dazu gleich mehr. Am Rechner angekommen ist das hier das Slicer-Programm. Da kann man sich in einer Vorschau zeigen lassen, wie das Ganze dann hier aussieht. Wir müssten jetzt ungefähr bei Layerhöhe 109 hier rechts zu sehen sein. Das ist ungefähr, müsste dementsprechend, wo wir gerade sind. Und da kann man mal noch weiter gehen. Da gehen wir mal auf, machen wir mal 120. Und da sieht das Ganze dann schon etwas anders aus. Da hat er dann hier schon andere Linien mit reingezogen. Hier wird er das Versteifungsrechteck mitziehen. Das ist im Prinzip dann, also das ist ja einmal gedreht. Wir machen das mal komplett fertig. Gehen nochmal in die Verarbeitung zurück. Und die hier. So sieht das Ganze dann, wenn es irgendwann mal fertig ist und abmontiert von der Glasplatte. So sieht es dann aus. Das hier, was ich gerade gezeigt habe, das sind dann die Erhebung hier. Es ist, ihr wisst ja, noch einiges an Arbeit liegt vorm Drucker, also noch gute 3 Tage jetzt, 2 Tage, 7 Stunden, irgend sowas. Eine ganze Menge auf jeden Fall noch. Aber ich bin guter Dinge, er hat bis jetzt gute Arbeit geleistet, ist nicht verstopft, nicht verklebt. Ich hatte, und das erzähle ich euch gleich drüben am Drucker nochmal. Anfangs hatte ich ein paar Probleme beim Start. Ja, da habe ich vergessen, erst mein Leim-Wasser-Gemisch aufzutragen auf die schwarze Platte, die, wo ist mein Finger, da, auf die das Ganze gedruckt wird, auf die Ultrabase. Normalerweise kann man da auch so drauf drucken, aber ich dachte mir, gehe auf Nummer sicher und mache das mit dem besseren Klebstoff. So hält das auch meiner Erfahrung nach ziemlich gut, das Ganze. Das hatte ich erst vergessen, den ganzen Druck nochmal gestoppt. Dann hatte ich den Druck gestartet. Hat sich relativ schnell herausgestellt, dass die mitgelieferte Micro-SD-Karte, die man, ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht, hier ist so ein kleiner Kartenslot, da steckt man eine Micro-SD-Karte rein, das ist eine 8 GB-Karte, die hatte einen Fehler. Ich hatte das schon vorher mehrfach beim Überspielen von Dateien auf die Karte gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt, der Rechner hat die nicht immer angenommen. Die Karte nochmal formatiert, neu aufgespielt, die Druckdatei für die Konsole wieder eingelegt und an derselben Stelle, ungefähr auf der Höhe, wo er jetzt war, halt nur weiter unten, ist er wieder stehen geblieben, was mich einen kleinen Nerv gekostet hat. Ich habe dann aus meinem Handy, da ist eine 32 GB Micro-SD-Karte drin, die habe ich rausgemacht, komplett geleert, die war fast komplett voll. Ich glaube, da waren 30 GB Daten drauf, das hat natürlich 30 Minuten ungefähr gedauert, die zu überspielen auf den Rechner, um die sicher zu haben, weil da auch Bilder dabei waren. Die Karte habe ich dann formatiert, dann die Datei neu aufgespielt, die ihr jetzt gerade am Rechner gesehen habt, wo das Modell so gelb dargestellt ist. Also im Prinzip die Datei aus dem Slicer. Und das Ganze dann wieder in den Drucker eingelegt und dann tatsächlich erst gestartet. Das hat gestern, alles in allem eine Stunde ungefähr gedauert, bis ich starten konnte. Aber jetzt läuft es seitdem ziemlich schadfrei. Ich sehe allerdings gerade, das kann ich euch ja mal zeigen. Hier hat er jetzt die erste Bahn gedruckt und ihr seht hier, ich muss es zeigen, ihr seht hier vielleicht, dass das ein Stück fehlt. Aber da wird jetzt gleich nochmal um 90 Grad versetzt dann so drüber gehen. Und da wird sich das dann auch füllen. Es kann durchaus sein, dass die erste Bahn hier nicht ganz sauber aussieht.
Aber damit leben wir dann einfach. Zur Not finden wir da auch noch eine Lösung, um das optisch hübsch zu gestalten. Das war jetzt erstmal wieder ein kleiner Zwischenstand. Auf Instagram werde ich immer mal ein Foto posten. Ich denke, das nächste heute Abend wieder vorm Schlafen gehen. Und ja, folgt mir auf Instagram, da könnt ihr live quasi dabei sein. Und dann wird es am Mittwoch, ja, vielleicht erst am Donnerstag, Mittwochabend irgendwann, kurz vor Mitternacht soll das fertig werden. Und da werde ich dann, sobald das fertig ist und abgekühlt, rausmachen und dann werden wir gemeinsam die Stützstruktur, alles was jetzt hier im Prinzip diese Lamellen sind, das ist nur eine Stützstruktur, die fliegt am Ende in den Müll. Ja, genau. Erstmal so viel dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag, wer den hat und wer arbeiten muss. Haltet durch und wir sehen uns im nächsten Video wieder oder eben bei Instagram. Bis dahin, macht's gut und tschüss.